Hallo liebe Leute, hier ist wieder der Pyramidalist mit einem Kurztutorial und dies wird ein Ultrakurztutorial. Dieses hier ist die XOR-Schaltung. Dazu habe ich ja ein Tutorial gemacht, auch ein kurzes. Das habe ich hier unten in der Beschreibung auch verlinkt. Und dieses XOR-System, das wollen wir jetzt zu einem XNOR-System umwandeln. Das ist genauso einfach wie das XOR. Wie gesagt, schaut euch das Kurztutorial an. Und hier an dieser Stelle müssen wir jetzt nichts anderes machen, als die Weiterleitung invertieren. Also wir machen hier einfach eine, machen wir das noch ein bisschen weiter, ein bisschen Redstone hier füllen, dass es auch schön aussieht. Und dann bauen wir hier vorne eine Fackel drauf. So, das heißt, das Signal, was hier aus der XOR-Schaltung kommt, wird hier hinten einfach umgewandelt in das Gegenteil. Also, die Frage heißt jetzt, wenn hier vorne die Signale unterschiedlich sind, links und rechts, dann kommt hier hinten low, also stromlos an. Das können wir ja auch mal ausprobieren, wenn wir es genau andersrum machen. Dann machen wir das mal so rum. Beide sind unterschiedlich. Das Signal hier hinten bleibt weiterhin auf Low, also ausgestellt. Sobald aber diese beiden Schalter hier das gleiche Signal liefern, ist ja klar, aus der XOR-Schaltung kommt das raus, wird hier hinten bei Signalgleichheit ein positives Signal ausgegeben. Das geht natürlich auch, wenn beide Schalter aus sind. Ne? Dann hat man ja aus der XOR-Schaltung schon gelernt, dass das dann hier hinten low ist und hier wird das eben umgewandelt. Und wenn also beide Schaltungen hier hinten im Eingang gleich sind, dann kommt hier hinten ein positives Signal raus. Ja, die Kuh, die vorhin noch bei der XOR-Schaltung dabei war, hat den Hörsaal verlassen. Gut, vielleicht experimentiert sie ja irgendwo rum und baut. Das könnt ihr ja auch machen. Viel Spaß dabei. Wenn ihr diese Form von Kurztutorials gut findet, dann schreibt das in die Kommentare und vor allem abonniert den Kanal, schaut euch die anderen Videos an, vor allem auch die XOR-Schaltung, da ist es ein bisschen genauer erklärt, wie das Ganze hier funktioniert. Ich wünsche euch viel Spaß, bis dann, auf Wiedersehen.